Ist das nicht ein Wahnsinn? Die Wiesen ist ganz schön kurz, keine Probleme beim Suchen. Alter, verdammt nochmal! Und kein Gras, was uns stört, dass wir da mal suchen. Ja, wir kommen zu unserem letzten Deck wieder. Ein paar Wiesen bei meinem Freund herum. Wir werden halt leider wieder allein zum Suchen kommen. Aber dafür ist die Wiesen einmal kalt angeschnitten. Und es ist heiß wie Zau jetzt da gerade. Ich merke das jetzt da gerade jetzt bei der Hitze. Und ich bin gespannt, was wir heute finden. Wir werden wieder auf der Wiesen suchen, dass wir diesmal nichts fliegen kriegen. Und außerdem die drüben Wiesen, die ist schon, glaube ich, mehr als einen Meter hoch. Na gut, dann schauen wir, ob wir heute was finden bei der Hitze. So, der erste Fund ist einmal diesmal irgendein Teil von einer Glocke wahrscheinlich. Man sieht jetzt ja ganz schlecht, aber auf jeden Fall könnte es eine Glocke gewesen sein oder wahrscheinlich ein Bombensplitter. Aber so direkt bin ich mir auch nicht sicher. Gut, dann schauen wir weiter. So, der zweite Fund des Tages, schon nach ein paar Stunden, nach der scheiß Hitze, bin ich jetzt schon langsam im Wald reingegangen. Wie man auch sagen kann, oder? Ja. Man schaut einmal gerne im Wald rein. So, und diesmal ist eine Sicherung. Können wir einen Schädel einmal ansichern lassen. Gerade bei der Hitze früher mehr sichert sich ein Durchbeiner. Gut, schauen wir weiter. So, nach wirklich jetzt der 1 Stunde Suche, stimmt das? Haben wir jetzt wirklich wieder einen Scheinfund. Ich würde mal sagen, irgendeine Münzen, da ist ein Maum. Nehmen wir es ein 1er. Kann ich nicht sagen, ob er nackert ist. Und auf der anderen Seite, weiß nicht, das kann man schlecht erkennen. Auf jeden Fall ist es irgendeine Münzen, aber nicht aus. Leider nicht aus Silber. Das ist sicher Aluminium. Aber gut, Hauptsache wir haben irgendeine Münze gefunden, wenigstens mal, wo ich mir eine Freude mal aufmachen kann. Gut, schauen wir weiter. Der nächste Fund ist jetzt wieder Münzen. Diesmal ist wahrscheinlich so eine Münze, was wir öfters schon mal gefunden haben. Das wird wahrscheinlich ein Viertelkreuzer sein, weil man das so richtig vorstellen kann. Man sieht jetzt ein bisschen, dass ein Kopf um. Die muss ich daheim besser putzen, so schaut es aus. Aber es ist ein Wahnsinn, dass ich sowas Schönes auch mal wieder finde. Gott sei Dank ist der Tag einmal für heute einmal kurz gerettet. Schauen wir weiter. Ja, man sieht schon, ich bin beim Bampenwald. Ein Grund hat es deswegen, weil bei meinem Freund um ist erstens einmal sau heiß gewesen und zweitens waren die Funde halt nicht so viel. Deswegen habe ich mir gedacht, dann schaue ich halt nächste Woche halt zum Bampenwald runter. Die zwei Münzen, die ich durchgefunden habe, die waren schon gut, da muss ich ehrlich sagen, aber ich verrate noch nicht, was für Münzen es sind. Und außerdem möchte ich heute einmal unten beim Bach ein bisschen suchen, beim Bampenwald, vielleicht ein bisschen in die Richtung rauf, wo der alte Weg früher war. Und dann schauen wir mal nach, ob wir heute was finden können. Hoffentlich keine Aufschlagzünder, weil sonst verschreie ich sowieso wieder. Na gut, schauen wir mal, ob wir was finden. Der erste von dem Bampenwald ist irgendwas wieder von einer Prüftaube wahrscheinlich. Steht, kann man jetzt schwer lesen. Ist ein bisschen Schorfunker konterzieht man vielleicht. Auf jeden Fall steht da irgendwas oben. Der Hofmann, der Ips. Jetzt wird die Kamera eh nicht mehr scharf. Der nächste Fund ist irgendwo so einer Brieftaufen wahrscheinlich. Steht Neuhofmann, der Ips. Die Telefonnummer und der Name Leopold Schaffner. Komisch. Auf jeden Fall ist es so einer Brieftaufen, weil so haben wir immer schon mal gefunden. Na gut, schauen wir weiter. Ich mach's ganz gut, ich sag nichts dazu. Das ist einfach nur ein Schrottpatron. Gut, schauen wir weiter. Der nächste Fund, irgendwas aus Kupfer. Wahrscheinlich irgendein Drahtstickel. Aber ob das von einer Bampen was ist, das weiß ich selber nicht einmal. Schauen wir weiter. So, der nächste Fund war auf 10 cm und ist irgendwie etwas komisches wieder, wo ich sagen kann, was ich nicht jetzt weiß, was das sein soll. Da hat sich jetzt ein kleines Loch um. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Auszeichnung ist oder irgendein Anhänger. Auf jeden Fall weiß ich jetzt wirklich nicht, was das sein soll. Drehen wir schnell nochmal um. Aber wenn wir es putzen, sehen wir es noch gescheiter. So, jetzt schauen wir mal weiter. Der nächste Fund, was ich jetzt nicht weiß, was das wieder nicht ist, ist diesmal bis zu 20 cm tief unter der Erde gewesen. Ich weiß es jetzt nicht, ob das ein Bombensplitter ist, auf jeden Fall, ich glaube es sicher nicht. Ich glaube, dass so eine alte Schlitzrosen ist. Ich weiß nicht, ich glaube, dass es eine Schlitzrosen ist. Na gut, schauen wir weiter. Na gut, so, da geht es jetzt mit den Funden wieder dahin. So, ich glaube, ich habe jetzt irgendwo so ähnlich wie eine Glocke gefunden. Weiß nicht, was genau, das schaut für mich aus wie eine Glocke. Ich habe da noch ein paar andere drin gefunden dabei. Ich weiß nicht, ob die dabei waren. Auf jeden Fall war das mal früher Glocken. Na gut, ich bin jetzt mittlerweile auf einem alten Weg wieder. In der Nähe vom Bampenkrater von Großen. Und da schauen wir da noch, wo ich da was finde. Schauen wir mal. Wunderbar, mal was Neues. Ein Teil von der Mundharmonika, da ist ein richtiger schöner Grünsporn um. Na gut, schauen wir weiter, weil da kommt schon der Regen um. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir wieder auf dem dritten Tag und wir sind jetzt in unserem alten Wald.
wirklich auf unserem alten Wald wieder. Wir sind wirklich wieder da oben. Wundert mich auch echt. Aber egal, da unten habe ich jetzt gerade gesehen, dass da unten ein metrischer schon fährt. Da werden wir mal in Zukunft vielleicht einmal im Acker nachschauen, aber nicht, wenn es heiß ist. Weil heute hat es wirklich um die 36 Grad im Auto schon gehabt, wenn nicht mehr. Ich würde es lieber nicht bezweifeln. So gut, wir schauen heute mal im Weg runter. Und ich will ein bisschen wieder im Wald nachschauen, eine Stunde lang, weil länger geht heute nicht. Gut, schauen wir mal. Der erste Fund in unserem Wald, die Funde werden da nicht weg. Diesmal ist eine kleine Muskettenkugel. Und ja, ich bin gespannt, was wir noch finden. Schauen wir gleich weiter. Direkt in der Nähe von der Muskettenkugel habe ich jetzt eine Münze gefunden. Für was heißt, 10 Reichspfennig, weil ich kann ganz leicht die Konturen von einer Zähne erkennen. Schauen wir mal weiter. Ich habe beenden heute jetzt die Sucherei an. Außerdem, ich schwitze eh schon wieder so. Gut, dann schauen wir mal heim und schauen wir uns die Funde an, weil mehr können wir sowieso nicht mehr finden heute. Gut, schauen wir mal. So, mittlerweile sind wir jetzt schon daheim. Es ist wirklich schon extrem heiß. Wir haben jetzt schon wahrscheinlich 36 Grad gehabt oder mehr. Und in der Sonne ist sowieso mehr. Na gut, schauen wir mal. Wir haben da jetzt da 10 Reichspfennig wahrscheinlich wieder gefunden. Ich habe das lieber im Fundzustand gelassen, weil man ihn nicht mehr gut erkennen kann. Auf jeden Fall ist da 10 um. Dann haben wir da eine Muskettenkugel gefunden. Und das da, was das wieder ist, das ist von einer Brieftaube wieder was. Da steht irgendwas von Neuhofen an der Ips. Ja, Telefonnummer ist ein Raum, könnte man gleich anrufen. Na, so, und da haben wir jetzt eine Glocken. Wahrscheinlich so eine alte Glocken, aber ich bin mir nicht sicher, ob das da dazugehört. Aber ich glaube nicht. So, und da haben wir das nächste, wird vielleicht eine alte Schlitzhose nochmal gewesen sein. Eine abbrochene. Wenn die noch ganz war, war das noch schön. Und außerdem sind noch schöne Verzierungen wahrscheinlich. So, als nächstes haben wir da einen Knopf. Einen uralten, wo ich gedacht habe, wir haben da Abzeichen gefunden. Aber solche Funde müssen auch wieder mal dabei sein. Gut, der nächste von einer Mundharmonika. Komplett aus Kupfer, sieht man. Super. Was ich auch sowas mal wieder finde, das ist einmal ja, selten, dass ich mir sowas finde. Das muss ich ehrlich sagen. So, das nächste, was das da ist, weiß ich jetzt selber nicht. Das kommt vielleicht auch ein Draht aus Kupfer sein. Oder je nachdem, das weiß ich nicht. Gut, schauen wir uns einen schönen Funde. Was das ist, wird ein Sprengring gewesen sein, aber nicht für einen Sprengkörper, aber auf jeden Fall nichts für die Bomben. So, dann haben wir da einen Schülling. Das sind, glaube ich, von früher nach dem Krieg gemacht worden, ein Schülling. Auf jeden Fall ist da so ein Maum oder irgendwas vor. Ich würde es lieber nicht sagen. Ein Schülling. So habe ich auch noch nicht gefunden. So einen. Na wurscht. So, der nächste ist ein halber Kreuzer, den haben wir auch da gefunden. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, der ist ganz schön alt. Von 1778. Also, den habe ich schon lange. Also, ich glaube, von denen habe ich schon zwei gefunden, wo ich gesagt habe, die kann man schlecht erkennen. Aber wurscht. Man sieht, was man alles findet in einem Wald. Na gut, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal gibt es eine Spezialfolge und das heißt, wir suchen einen alten Pilgerweg an, der was vielleicht ein bisschen interessant wird. Und vielleicht noch im Bombenwald auch. Sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!